Die Innenstadt von Bikini Bottom, einst eine pulsierende Metropole, nun eine im Chaos versinkende Stadt. SpongeBob! Die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen alle evakuieren. Gut, aber es wird eine Weile dauern, den ganzen Staub aufzusaugen. Nicht Vakuum, sondern evakuieren. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Sollen wir sie mit den Booten wegbringen? Das ist keine gute Idee. Wieso nicht? Weil die Roboter alle Steuerräder gestohlen haben. Können wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, es gibt einfach zu viele Kurven. Diese Teufel, sie haben alles durchdacht. Keine Angst, Mrs. Puff. Ich werde die Steuerräder zurückholen. SpongeBob, immer wenn du helfen willst, habe ich Angst. Aber egal, solltest du es schaffen, werde ich dir einen goldenen Pfannenwender geben. Wie wäre es stattdessen mit einem Führerschein? Netter Versuch. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Schwammkopf. Schlacht um Bikini Bottom. Das ist ein Schwammball. Oder so, wie ich das gelesen habe. So, auf jeden Fall bin ich wieder hier. Seit 3 Jahren unangefochtene Nummer 1 im Jagen von Bösewichten in Bikini Bottom. Und wir haben auch schon das erste Lenkrad, wie uns so nett, ouch, gezeigt wurde. Wir brauchen natürlich auch jeden einzelnen Ding hier, wie heißt das? Jedes glänzende Objekt, das wir finden können, brauchen wir. Es glänzt. Es glänzt, oh yeah. Oh Gott, sie schießen mit Möbeln auf uns. Tötet sie! Ach so, okay, komm, schieß mal hierher, oder? Hier? Hallo? Nee, doch! Ja, der musste nämlich das da oben treffen, hm? So, gib mal her. Nächster? Nee? Schieß? Nee? Komm, der trifft. Ja. Sehr schön. Wams. Dann hätten wir hier gleich das nächste. Gib mal her. Du triffst, ne? Das ist abgemacht so. Und nein. Ich glaube, den treffst sogar ich, ne? Jo. Oder wir machen es so, ne? Autsch! Ich mag das nicht, wenn mich Sachen treffen. Wow, das wird knapp hier. Mit meiner Energie. Aber das klappt schon. Wir haben ja nur noch einen. Dann haben wir wieder irgendwas freigeschalten. Würde ich sagen. Hui. Hui. Wow. Knappe Kiste, aber hat geklappt. Bums. Dumm. Sehr schön. Der erste. Gleich im ersten Part. Hätte ich nicht gedacht. Uah. Oh yeah. Mache ich gleich ein Foto davon. Müsstet ihr auch gesehen haben. Weil ich brauche noch ein paar Bilder für Thumbnail. Komm. Also nicht wundern, wenn ich hier öfter Bilder mache jetzt. Ich spiele das nämlich nicht zweimal. So, wie komme ich denn da hoch? Klappt das so? Sehr schön. Ja, komm, Bösewichte, oh yeah. Und schnell hier durch. So, Zeit mal Statistik. Wir brauchen in dieser Welt 9 Socken. Das ist einiges. Mal gucken, wie viel wir finden. Jetzt gibt's auch noch Aliens.
Ja, dies ist ein Guluf. Okay. Wie gesagt, jetzt gibt's auch noch Aliens. Egal, er braucht keine Hand. Der englische Spruch ist, glaube ich, viel cooler. Ich glaube, der sagt er, ich glaube, er braucht eine helfende Hand. Das ist irgendwie viel cooler, weil, helfende Hand, er hat vier Hände. Ja, egal. So, ich muss die Socke bekommen, die da oben ist. Wie komme ich da hoch? So, auf jeden Fall nicht, oder? Boah, nee. So nicht. Dann von der anderen Seite. Rums. Drück, 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 drück. Ich hab noch was gesehen. Ja. Okay, was haben wir hier? Alles. Lame Spiel. Lame. Bereit für Schwammballen? Was ist das für ein Spiel? Kenn ich nicht. Ich guck mich noch ein bisschen um. Umgucken kann nie schaden. Ja, hier, kennst du? So. Bei drei Jahren unangefochtene Nummer 1 im Jagen von Bösewichten in Bikini Bottom. Also gibt's auch schon 3 Jahre solche Spiele. Wow. So, hier machen wir uns eine Abkürzung, ne? Babam, badam, bam. Die müssen ja einiges wert sein, die blauen Objekte. Da, da, da. Hier machen wir uns auch eine Abkürzung. Geil! Huah! Gib das blaue Objekt her. Was haben wir hier sonst noch? Das war's. Wow! Na, egal. Dum, dum, da, da. So, dann machen wir jetzt mal Schwammball. Ja, ich glaube, ich muss da von oben rüber. Schwammball! Epic Fail? Oder? Klappt das noch? Das klappt noch. Bumm! So, hier nochmal eine Abkürzung, eine tolle. Können wir in die Bank? Nö. Oh nein, sie schießen schon wieder mit Möbeln. Das mag ich nicht. So, haben wir wieder eine Ultra-Kombo. Bumm. Eine Monster-Kombo. Geil. Hätte ich da hoch müssen? Ich glaub schon. Naja, egal. Vielleicht waren die Erfinder ja nicht so fies. Ist das wieder eine Abkürzung? Nö. Schade, yo. Das kann ich vergessen. Ach so, das. Okay. Da gehe ich sogar freiwillig einmal hier runter. Einfach nur um zu gucken. Ich glaube, hier gab's nichts. So schön. Kann's nicht nehmen. Muss ja auch nicht. So. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Gut. Klappt gut. Hui und fail. Bam, 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 badam. Unsere Zeit ist auch gleich aus, Leute. Ich renne noch hinter zum Ball und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.